aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stephansdom. Eine Sendung von Marion Eigel. Von Pianist zu Pianist. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Jura Margulis ist ein mit allen Wassern gewaschener Klavierpädagoge. Sein erster Lehrer war Vater Vitali Margulis. Dann kam Leon Fleischer. Meisterklassen und Privatstunden folgten, etwa bei Paul Baduraskoda, Lev Naumov, Hans Leigraf, Elisabeth Leonskaya und Marta Acharitsch. Seit einiger Zeit gibt der vielfach ausgezeichnete Pianist, Solist, Kammermusiker, Wettbewerbsgründer, Juror und Autor des Buches Pianist to Pianist, Jura Margulis, sein Wissen, ein Amalgam aus russischer und deutscher Klavierschule, an der MUK weiter. Sein Student Matusz Marek erzählt über den gemeinsamen Unterricht und von seinem Auftritt im Musikverein im vergangenen November. Mein Name ist Jura Margulis. Ich bin ein Universitätsprofessor an der MUK hier in Wien seit nicht sehr vielen Jahren und unterrichte mit Leidenschaft. Über Ihren Weg werden wir dann noch im Einzelnen sprechen, ein langer, erfolgreicher Weg. Mein Name ist Matusz Marek. Und ich bin eben ein Student hier an der MUK, studiere auch mit Leidenschaft und bin schon mein 5. Jahr insgesamt da in Wien. Das heißt, Sie sind momentan im Bachelorstudium oder im Masterstudium? Ich bin an sich noch im Bachelorstudium, das ich aber voraussichtlich dieses Jahr auch abschließen werde schon. Wo kommen Sie her? Ich komme ursprünglich aus Tschechien, lebe schon aber seit ich 12, 13, also schon seit bald 10 Jahren lebe ich in Österreich. Wo haben Sie vorher studiert, beziehungsweise wie war Ihre Laufbahn bisher, Ihre Lernlaufbahn? Ja, also ich habe angefangen mit Klavier noch in Tschechien mit 8 Jahren und da hat an einer Musikschule und dann weitergemacht in Klagenfurt, wo ich eben gekommen bin in Österreich, an dem Musikgymnasium in Viktring, Klagenfurt-Viktring mit Magister Ewing Gropfitsch und dann eben an der MUK zuerst, die ersten 3 Jahre von meinem Bachelorstudium war ich beim Professor Johannes Gropfitsch und dann eigentlich ein bisschen zufällig ist es so passiert, dass ich seit dem letzten Jahr mit Professor Jura Margulis bin. Wir sind sehr gut mit Professor Gropfitsch befreundet und wir haben das so miteinander vereinbart. Er hat mir gesagt, wollen wir nicht mal einen Austausch von Studierenden machen, das war auch ein bisschen angeregt von der Fakultätsleitung und das hat sehr gut funktioniert, glaube ich. Da sind wir eigentlich eh schon mitten im Thema, da hätten wir eine Musikerfamilie Gropfitsch, dann gibt es die Familie Margulis, auch eine große, weite, erfolgreiche Familie und jetzt kommen wir schon zu dem Punkt, dass wir mehr über den Pianisten Jura Margulis erfahren möchten. Ja, das war also ein weiter Weg, auch bis Sie zu uns nach Wien gekommen sind. Bis ich nach Wien kam, ja, in der Tat. Also es ist wirklich, diese Geschichte kann man als autobiografisch in sehr langen Zügen erzählen. Aber ich bin in Russland geboren, 1968, zur Zeit also des Kalten Krieges und der stählernen Wand. Meine Familie ist dann emigriert nach Europa, nach Westeuropa 1974. Ich war in der Zeit 6 und dann 7 Jahre alt. Da habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Mein Vater war Klavierpädagoge und Pianist, mein Großvater war Klavierpädagoge und Pianist und auch meine Mutter ist Pianistin und Klavierpädagogin und sie hat meinen ersten Unterricht also mit mir gemacht. Wie gesagt, als ich 6 Jahre war, in der Emigration, während der Emigration aus Russland. Und die Emigration aus Russland, das ist vielleicht ganz interessant, führte uns zuerst, der erste Ort, in dem wir waren, war Wien, aus Russland raus. Das war das erste Angesicht des Westens, also aus diesem doch furchtbaren Land, vor allem damals. Und dann lebten wir ein Jahr lang in Italien nahezu und dann bekam mein Vater eine Professur in Deutschland und wir sind nach Deutschland gezogen und ab dem siebten Lebensjahr lebte ich in Deutschland, daher auch meine Sprache. Und spielte Klavier, hatte bei meiner Mutter Unterricht.
also wie das in einer musikalischen Familie ist, ist das alles immer kompliziert und sozusagen schwierig. Man, mit den eigenen Eltern Unterricht zu haben, das ist ja auch in Wien nicht unbekannt. Und als ich 11 Jahre alt war, gewann ich den Jugendmusiziert-Wettbewerb in Deutschland. Und da sagte mein Vater, vielleicht hat der Junge ja Talent. Und dann, seitdem hat er mich dann erstmal unterrichtet. Und mein Vater war jemand, im Gegensatz zu meiner Mutter, der nicht junge Leute unterrichtete, also gar nicht. Und er unterrichtete mich von Anfang an wie einen seiner erwachsenen Studierenden. Das war also auch ein interessantes Erlebnis. Ja, eine lange Geschichte. Und sagen wir mal, ein bisschen überspringen. Ich habe dann als Teenager einige internationale Wettbewerbe gewonnen, also auch in Prag, Concertino Prager mit 14. Und es zeichnete sich so aus, also ab, als hätte ich die Möglichkeit, ein Konzertpianist zu werden, also ein Musiker wie mein Vater, wie mein Großvater. Ganz selbstverständlich war das nicht, also ist es ja nie. Aber es ergab sich dann so und sagen wir mal ein bisschen übersprungen, mit 25, als ich dann schon Grund- und Aufbaustudien in Deutschland beendet hatte, ging ich zu Leon Fleischer nach Amerika. Also ich suchte einen anderen, sagen wir mal, titanenhaften Pädagogen und Fleischer war das. Er ist einer der großen Klavierpädagogen, also unserer Zeit gewesen. Selbst und auch ganz interessant, er selbst als Schüler von Schnabel, der Schüler von Leschetizky, der Schüler von Czerny, die alte Wiener Tradition in gewisser Weise fortführte. Während mein Vater ganz klar ein Vertreter der russischen Schule ist, was man immer darunter verstehen würde heute. Das heißt, ich habe eine Mischung von zwei verschiedenen pianistischen, musikalischen Kulturen absorbiert und versuche seither sie zu einem Amalgam, zu einem persönlichen sozusagen Ansatz zur Musik zu verwirklichen. Ich bin auch, also biografisch vielleicht, an allem, was mit Musik und Klavierspielen zu tun hat, interessiert, auch an Instrumenten. Und ich habe auch ein Pedal mit der Klavierfirma Steingräber und Söhne in Bayreuth entwickelt zum Beispiel. Ich habe ein Buch geschrieben es ist gerade vor der Corona-Geschichte. Es ist im Dezember 19 erschienen und eigentlich hatten wir vor 20 Pumpen, also können wir ein bisschen Promo machen, ja, für das Buch. Und natürlich ist nichts passiert, keine Buchmessen, nichts. Aber ich bin sehr glücklich mit dem. Es ist so, ich habe das immer gesagt, es gibt eine Midlife-Crisis und es gibt ein Lebenswerk. Und dieses Buch ist ein Midlife-Werk von mir, in gewisser Weise. Ich bin aus keiner Musikerfamilie. Also. Auch wenn Sie gesagt haben, es ist kompliziert. Mit der musikalischen, ja. Familie. Ich finde trotzdem, es ist ein Startvorteil. Natürlich, weil wenn man in einer musikalischen Familie aufwächst, dann hat man von sehr früher Zeit einfach Exposure. Ja? Ja. Also man ist dem ausgesetzt, der Musik. Man hört und in unserem Fall, oder in meinem Fall sagen wir, halt sehr gute Musik, ja? Also auf sehr hohem Niveau. Nicht einfach, ja, mein Vater war ein bedeutender Konzertpianist, und er übte ständig. Und ich hörte das ständig, das prägt natürlich ein. Meine beiden Geschwister, die sind jünger, sind also Cello und Violine. Eine ist Violinprofessorin in Deutschland, die andere ist Konzertmeisterin im Königlichen Opernorchester in Madrid. Und wir spielen als Trio seit Jahren. Ja, wir lebten natürlich erstmal in verschiedenen Kontinenten. Also wir spielten zusammen, aber nicht ständig, aber über die Jahre halt doch sehr viel und immer wieder. Und wir haben auch ein paar Sachen aufgenommen und ich habe auch mit meiner Violinschwester alleine CD eingespielt und wir werden auch in diesem Jahr im Konzerthaus als Trio auftreten, im Oktober. Also das Margulis Klaviertrio. Aufgemuckt auf Radio Klassik Stephansdom, heute mit zwei Pianisten, mit dem Muck-Professor Jura Margulis und dem Studenten Matusz Marek. Sie haben gesagt, Sie versuchen nun ein Amalgam zu finden. Das Wort Leidenschaft kam gleich zweimal vor. Wenn ich auf Ihrer Homepage schaue, da steht auch Leidenschaft und Logik. Ja. Wie würden Sie Ihren Professor beschreiben? Welche Art von Klavierpädagoge ist er? Gute Frage. Gute Frage, ja. Ich kann jetzt nicht Pädagogen oder Klavierlehrer generell in irgendwelche Kategorien ganz genau unterteilen, weil dafür habe ich zu wenig Erfahrung damit auch, obwohl natürlich ich schon mit Lehrern gearbeitet habe. Aber ich kann natürlich merken und nehme irgendwie wahr, auf irgendwelche Weise, wie also der Lehrer mit mir arbeitet und was sind dann seine Methoden quasi und wie sich das unterscheidet. Und ich meine, von dem her
selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht irgendwie da so etwas wie Kritik finden oder so etwas, weil es ist einfach für mich wirklich unglaublich, dass eine Sache ist ja Klavier spielen, eine Sache ist Künstler sein und also an diesen Ideen, an diesen Ansätzen arbeiten, sie verwirklichen, dann interpretieren, was auch immer. Eine andere Sache ist, die Studenten zu hören und ihnen helfen mit entweder eigene Idee finden oder einfach auch die, was man als Lehrer hat, schon weiterzugeben und die Studenten weiterzubringen und ihnen tatsächlich helfen. Und das ist nicht immer, das kommt nicht immer zusammen in einer Packung, bei einer Person. Und eben, das ist für mich seit jetzt einem Jahr ziemlich erstaunlich, wie es einfach möglich ist und wie viel es dann auch tatsächlich weiterbringt, wenn man beim Unterricht wirklich eine klare Methodik sieht, also eine Idee, wie man unterrichtet, was man macht, aber gleichzeitig auch die tollen pianistischen Qualitäten und Kenntnisse, Fähigkeiten, die einfach dann beim, selbst wenn das zwei Takte sind, die man vorgespielt bekommt oder erklärt bekommt, die man einfach merkt und eben von dem man auch natürlich sehr viel mitnimmt. Erkennen Sie sich wieder? Ja, ich glaube, ich habe auch so gelernt. Also also durch Methode und Vorbild, Beispiel. Ich glaube, das ist, also die wenn man die pädagogische Geschichte des Klavierspiels anschaut, waren sehr oft die Pianisten, die, sagen wir mal, besonders gut gespielt haben, auch besonders gut beim Unterrichten. Nicht alle, es gibt da wirklich Ausnahmen. Es gibt sehr gut, sehr große, bedeutende Pianisten, die überhaupt nicht unterrichten. Aber schauen Sie sich, ich meine, wir haben gerade gesagt, Leschetizky, Schnabel, Liszt, das ist auch, also ein Schüler von Czerny, das ist Pädagogen, Pianisten, das war immer eins. Und mein Vater hat mich so aufgezogen im Prinzip. Er sah das als eine Berufung, nicht nur Klavier zu spielen auf der Bühne, sondern das Wissen und die Kultur, die Tradition auch weiterzugeben. Und Fleischer ebenso. Thank you.
Franz Liszt, Année de Pèlerinage, Schweiz, daraus Orage, gespielt von Matusz Marek. Er studiert an der MUK bei Jura Margulis. Woran wird gerade gearbeitet? Was wird einstudiert? Was liegt am Pult? Och, Aufnahmeprüfungsprogramm. Ja, so. Also ich plane, mein Masterstudium nächstes Jahr anzufangen und eben bei Professor Margulis weiter. Und deswegen bin ich gerade dabei, dieses Programm zu erarbeiten für die Aufnahmeprüfung, die jetzt es den Sendeschluss von Aufnahmen gibt am 6.2. Recht bald. Also hier an der MUK ist die Aufnahmeprüfung geteilt in 2 Runden. Erste Runde spielt man 2 Bach-Präludien und Fugen oder ein größeres Werk von Bach oder Scarlatti-Sonaten, einfach in diese barocke Musikrichtung. Da muss man 2 Etüden spielen, eine moderne, eine romantische. Da habe ich eine Prokofiev-Etüde gespielt, Opus 2 Nummer 1 und eine Rachmaninoff-Etüde, Opus 33 Nummer 8. Und dann noch ein freies Werk, wenn man braucht. Da habe ich eben die Orage von Franz Liszt gespielt. Und dann in der 2. Runde, wenn man die 1. Runde besteht, spielt man eine Beethoven-Sonate. Da spiele ich die Opus 26. Dann ein romantisches Werk. Da haben wir gearbeitet an der Dante-Sonate von Liszt. Dante. Ein Werk des 20. Jahrhunderts quasi. Kann Impressionismus sein, kann klassische Moderne sein. Wir haben gewählt Schönberg, Stücke Opus 19. Und dann noch ein zeitgenössisches Werk, wo ich ein Stück von einem relativ jungen tschechischen Komponist, zeitgenössischen, spiele, Adam Skomal, und es heißt Jongleur. Ich höre oft Franz Liszt. Ein nicht unbedeutender Großvater sozusagen, Begründer, der Begründer. Ich meine, er ist derjenige, der das Solo-Rezital des Pianisten überhaupt erfunden hat. Das ist schon recht wichtig für uns. Aber das kommt durch Sie, dass er so viel Liszt spielt. Also ich neige auch dazu persönlich. Okay. Einfach, ich meine, ich bin jetzt noch in der Phase meiner Ausbildung, wo ich einfach suche und schaue, was besser geht, wo ich mich besser fühle, was schlimmer. Man muss genauso an den Schwächen arbeiten wie an den Stärken. Also nicht nur die Schwächen verbessern, sondern auch das, was man wirklich gut kann, vorwärts bringen. Und das ist bei Ihnen, momentan fühlen Sie sich sehr im virtuosen Repertoire zu Hause? Naja, virtuos, das kann ja vieles heißen. Also virtuos sind auch eine Sonate von Chopin oder Ballade von Chopin, ist genauso virtuos, aber auf eine andere Weise. Aber für mich diese Weise, also man kann das jetzt auch nicht generell sagen für alle Liszt-Werke, aber was man in vielen Werken von Franz Liszt findet, damit fühle ich mich wohl. Und deswegen versuche ich da einfach weiterzumachen, studieren und spielen. Und, ja. Es gab unlängst einen Auftritt von Ihnen im Wiener Musikverein mit Franz Liszt. Genau. Was war das für ein Konzert? Das war das 2. Klavierkonzert, A-Dur, gespielt eben im großen Musikvereinssaal mit dem MUK-Sinfonieorchester. Dirigent Andreas Stör. Genau. Da darf man dazu sagen, dass Matusz einen internen Wettbewerb gewonnen hat, um zu diesem Konzert gewählt zu werden. Genau, ein es gab ein Vorspiel, viele haben also das zweite Liszt-Konzert vorgespielt und er wurde ausgewählt, mit dem Orchester dann zu spielen. Das heißt, im Rahmen eines internen Wettbewerbs wurde der Solist, die Solistin bestimmt. So, genau. So ist es, genau. Bravo. Ja, danke. Das hat uns beide sehr gefreut, wirklich. Ja. Und das Konzert ist, wie ich gehört habe, auch sehr, sehr gut gelaufen. Ja, das war offensichtlich ein Erfolg. Jura Margulis, Klavierpädagoge in 3. Generation. Die Stärken nach vorne bringen. Diesen Satz werde ich mir merken. Jura Margulis ist zu Gast in dieser Ausgabe von Aufgemuckt, gemeinsam mit seinem Studenten Matusz Marek.
Sergei Rachmaninow, Etude Tableau, Opus 33, Nummer 8. Matusz Marek hat musiziert. Er studiert an der MUG bei Jura Margulis, der uns nun einen weiteren Einblick in seine Unterrichtsmethode gewährt. Ich bin wie ein Arzt, fühle ich mich. Das heißt, ich habe Methode, sagen wir mal, ja, ein Vorgehen, bei dem ich mir absolut sicher bin, dass ich einem Studierenden helfen kann. Das heißt, das Klavierspiel und das Musikverständnis verbessern kann. Das ist grundsätzlich möglich und in jeder Entwicklungsstufe, also bis, ja, wirklich in jeder Entwicklungsstufe kann man das angehen. Das andere ist natürlich sozusagen der persönliche Umgang mit der Person, mit dem Studierenden, seine Geschichte, seine Interessen, seine Stärken oder ihre, in seinem Fall seine. Und ich meine zum Beispiel, also vielleicht kann ich sagen, dieses Stück von Skomal, das habe ich ihm vorgeschlagen, weil ich mir dachte, das passt irgendwie gut. Und das hat sehr gut gepasst, das hat sehr gut funktioniert. Das heißt, natürlich erlaube ich dem Studierenden viel Freiheit in der Repertoirewahl, aber ich gebe durchaus Ideen, oder, ja, mit einem Wissen, das dem Studierenden nicht so leicht zugänglich ist. Und wo sehen Sie ihn in 5 Jahren? Wo sehe ich ihn in 5 Jahren? Ich habe gelernt, Voraussagen nicht zu machen, weil die Verantwortung ist, also jemanden, also in gewisser Weise fatalistisch, weil es macht so einen starken Eindruck, selbst wenn man es nicht glauben will. Durch die Geschichte meines Vaters habe ich sozusagen pädagogische Erfahrungen schon sehr früh mitbekommen. Ich habe ja nicht nur bei ihm Unterricht gehabt, sondern ich habe das alles gesehen, wie das funktioniert von frühem Alter. Und ich habe dann in der Geschichte schon gesehen, wenn ein Lehrer gesagt hat, aus dir kann nie was werden und so etwas macht, oder du wirst ein, also das größte Genie, es gibt es ja auch, ja, also Wunderkind. Was sagte doch Rubinstein? Ich habe viel mehr Mütter von Wunderkindern getroffen als Wunderkinder selbst. Aber es beeinflusst, egal wie, ja. Und sagen wir mit einer hoffnungsvollen Optimistik, dem Studierenden alle Möglichkeiten zu öffnen, dass er sich so gut entwickeln kann, wie er kann, das ist die Aufgabe. Vielleicht darf ich sagen, ich habe keinen Zweifel, dass Matusz in 5 Jahren ein Leben mit und in der musikalischen Welt haben wird. Also keinen Zweifel. Eine erfreuliche erste Bilanz von Jura Margulis. Wir kommen ins Finale dieser Ausgabe von Aufgemuck. Das erwartet uns in Kürze Musik von Modest Mussorgski, Die Nacht auf dem kahlen Berge, in einer Fassung von Jura Margulis für Klavierduo, die er für Marta Acharitsch und sich geschrieben hat. Wir kennen uns sehr gut, wir haben viel Zeit miteinander verbracht, wir haben auch viel miteinander gespielt und wir sind sozusagen, also nicht nur auf beruflicher, sondern auf persönlicher Ebene irgendwie verbunden. Und das obwohl ich Leon Fleischer und meinen Vater als meine großen Lehrer betrachte. Und ich habe auch mit Badoras Koda durchaus viel gemacht hier. Wir waren auch eng irgendwie befreundet. Martha hat natürlich auf mich durch das Zusammenspiel, sie unterrichtet ja nicht, aber durch das Zusammenspiel habe ich viel von ihr gelernt. Es geht am Schluss, also in der Orchesterfassung, also Nacht auf dem kahlen Berge ist ja ein Hexentanz, und am Schluss gibt es die Glocke, die läutet 12-mal das D, das mittlere D, und das ist in ihrem Satz, also auf ihrem Klavier zu spielen, und direkt vor dem Konzert, also am gleichen Tag, sagte sie mir, ich weiß nicht, wie ich diesen Ton spielen soll, der klingt nicht, wie ich will, und so oder so, und habe ich als Scherz gesagt, wir können doch eine Tubgong, also eine Glocke auf dem tiefen D einfach auf die Bühne stellen und stattdessen anschlagen. Ich habe das als Scherz gesagt und sagte, oh ja, das machen wir. Und wir waren zufällig in Lugano in einem Radiostudio, wo auch ein Orchester beheimatet ist. Das heißt, man hat uns ein Dings, also ein Gong gebracht, und ich habe das dann selbst gespielt während des Konzerts zum ersten Mal. Percussion und Piano, you know. Das war wirklich abenteuerlich. Also es ist immer spannend mit ihr. Und wir werden dieses Jahr auch miteinander spielen in Bayreuth und wahrscheinlich in Belgien vielleicht. Also es gibt einige Orte.
Der Schluss aus Modest Mussorgskis Nacht auf dem kahlen Berge in einer Version für zwei Klaviere, erstellt von Jura Margulis für sich und Marta Acheritsch, die wir gehört haben. Damit ist diese Ausgabe von Aufgemuck zu Ende gegangen, von Pianist zu Pianist. Jura Margulis und sein Student Matuš Marek waren zu Gast. Aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stephansdom. Eine Sendung von Marion Eigl.